Ja, dann fangen wir mal an. Schwarzer Montag an der Wall Street. Die Aktienkurse rauschen in den Keller. Mit dem Zusammenbruch der Investmentbank Lehman Brothers am 15. September 2008 erreicht die Finanzkrise ihren Höhepunkt. Tausende Angestellte müssen die viertgrößte Investmentbank der Welt räumen. Die Kommentare rund um den Globus sind einhellig. Es ist die schlimmste Krise seit dem Schwarzen Freitag von 1929. Die Welt, so wie wir sie kennen, wird nicht mehr dieselbe sein. Bei der Finanzkrise bleibt es nicht. Bereits Ende 2008 wird klar, dass Deutschland, die USA und viele andere Industrieländer in eine Rezession, die größte nach dem Zweiten Weltkrieg, rutschen. Der Konsum weltweit, vor allem in den USA, ging stark zurück. Autos und andere Konsumgüter wurden nicht mehr gekauft. Die Industrieproduktion brach ein. Da die deutsche Wirtschaft extrem exportorientiert ist, traf es sie besonders hart. Vor allem die Bereiche Automobilindustrie und Maschinenbau. Mit Konjunkturprogrammen versuchten die Staaten weltweit die Folgen der Wirtschaftskrise einzudämmen. So beschreibt Sabine Kaufmann 2009 in einem Beitrag die letzte große Krise, die wir hier hatten. Und als ich anfing, mich mit dem Thema zu beschäftigen, habe ich mal geguckt, wie das denn eigentlich so mit der Geschichte der Wirtschaftskrisen aussieht. Und heute kann man ja Wikipedia fragen und Google fragen, das ist ja alles überhaupt kein Problem mehr. Und ich bin im deutschen Raum auf die erste Krise gestoßen im Jahr 1459. Also Finanzkrise, wo bin ich? 1459. Erzherzog Albrecht VI. Lässt minderwertige silberne Pfennige prägen. Und dies führt zu einer Geldkrise von katastrophalem Ausmaß im deutschen Sprachraum. Man muss dazu wissen, damals war die Münze das wert, was da drauf stand. Das ist ja heute schon lange nicht mehr so, ne? Wir haben ja schon seit langem, also Scheidegeld. Die nächste Krise, die da erwähnt wird, 1634 bis 1637. Tulpenmanie. Wirtschaftskrise in den Niederlanden. Entstand durch Spekulation mit Haarlemer Tulpenzwiebeln. Also die hatten den Wert letztendlich, den man ihnen zumaß, natürlich nicht. Es waren einfach ordinäre Tulpenzwiebeln. Da hat man damit spekuliert. Ich wusste gar nicht, dass man mit Tulpenzwiebeln spekulieren kann, aber es scheint zu gehen. 1696, englische Geldkrise, Mangel an Zahlungsmitteln. 1799, Hamburger Handelskrise, Überfüllung des Marktes mit nicht absetzbaren Waren. 1837, Wirtschaftskrise in den USA, verursacht durch Fehlinvestitionen der Banken und mangelndes Vertrauen in Papiergeld. 1857 gab es die erste Weltwirtschaftskrise. Und interessanterweise fing das auch mit einer Bank in New York an, die ihre Zahlungen einfach einstellen musste, weil sie kein Geld mehr hatte. 1873 gab es die Gründerkrise. Es gab davor Boomjahre und im Laufe dieser Krise gingen 60 Banken insolvent, ja, weil Fabriken und Firmen zu überhöhten Preisen verkauft wurden, weil alle diese Gewinnerwartung hatten. Und 1914 bis 23 gab es in Deutschland die Hyperinflation. Der Staat hat einfach Geld gedruckt, weil er musste ja Reparationszahlungen und den Krieg finanzieren. Und dann kam 1929 der große Zusammenbruch der Weltwirtschaft mit den politischen Folgen und Auswirkungen bis heute eigentlich, nämlich das Dritte Reich und der Zweite Weltkrieg. Und nach dem Zweiten Weltkrieg kam ja das sogenannte Wirtschaftswunder in Deutschland. Ja, es wurde alles rosig, ja. Wirtschaftswachstum bis zum Ende, bis 1973. Und da kann ich mich sogar noch dran erinnern, da gab es die erste Ölkrise. Ja, die USA waren überschuldet, sind sie eigentlich heute noch. Man hatte auf einmal Arbeitslosigkeit wieder in Deutschland und man musste ein Sozialsystem aufbauen, was damit umgeht. Bis dahin gab es das eigentlich nicht. Es gab Kurzarbeit. Ja, und ich kann mich daran erinnern, weil es die Ölkrise war, konnte man damals auf der Autobahn Fahrrad fahren. Ja, weil es gab die autofreien Sonntage mit dem Sonntagsfahrverbot. Es hat nicht lange gedauert, knappe 10 Jahre, also Anfang der 80er Jahre gab es die zweite Ölkrise. Ja? Da gab es den ersten Golfkrieg, was zu entsprechend hohen Ölpreisen geführt hat. Und so kann man eigentlich jetzt weitergehen. Ja. In der Moderne gab es dann im Jahr 2000 die sogenannte Dotcom-Blase.
Ja, also Internetunternehmen, die zu überhöhten Aktienkursen gehandelt wurde, wo sich jeder von Gewinn versprach. Und diese Blase ist dann auf einmal geplatzt. Und die Beschäftigung mit dem Thema hat für mich so zu der Erkenntnis geführt, Krisen gehören irgendwie zum System. Die sind da so eingebaut. Ja, die gehören einfach dazu. Also der Titel meines Vortrags lautet ja, die nächste Krise kommt bestimmt. Und ich glaube, es ist auch so. Die Frage ist nur, wann und wo. Und Schlagworte, die ich immer wieder gefunden habe, interessanterweise, ist Schwindel, Spekulation, Täuschung, ja, die Auslöser für Krisen waren. Das sind letztendlich Fehleinschätzungen und überzogene Erwartungen, schlichte Gier nach mehr, ja, die, was dafür sorgt, dass es Krisen gibt. Also wer jetzt hierher gekommen ist, um eine Patentlösung gegen Krisen zu erfahren, damit kann ich leider nicht dienen, habe ich nicht. Ist auch nicht meine Absicht. Sondern ich möchte mal versuchen aufzuzeigen, diese grundlegende philosophische Annahmen, die unserer Kultur, unserem System zugrunde liegen, letztendlich die Welt beeinflussen. Ja? Denn langfristig kann sich die Welt nur ändern, wenn sich die innere Einstellung der Menschen ändert. Also die Einstellung eines jeden Einzelnen. Es ist nicht damit getan, wenn wir jetzt, oder wenn ich jetzt einen Vortrag halten würde über ein politisches System oder eine neue Wirtschaft, ja, die man jetzt installieren müsste. Denn da prallt nur eine Idee auf eine andere Idee. Es wird darüber diskutiert und gestritten. Solche Systemveränderungen. Und das ist kein buddhistischer Weg. Der buddhistische Weg ist ein Weg der Gewaltlosigkeit. Und deshalb muss sich der Einzelne verändern. Und der einzelne Mensch verändert sich nur dadurch, dass er positive Erfahrungen macht. Und er verändert sich dadurch, dass er eine Lebensperspektive hat, die auch wirklich eine Lebensperspektive ist. Ich habe mal nachgeguckt, aber nichts gefunden, ob es auch Wirtschaftskrisen zu Zeiten des Buddhas gab. Es gab sie wahrscheinlich. Die Ursachen lagen da weniger im Finanzsystem, nehme ich an, sondern wahrscheinlich eher so in der Natur, also Naturkatastrophen, Missernten, Dürreperioden, vielleicht Überschwemmungen, so im Monsun, wo Ernten vernichtet worden sind oder Heuschreckenplagen oder ähnliches. Also Krisen gehören zur Welt dazu, sind eine Folge der Komplexität der Welt, sind eine Folge von buddhistisch ausgedrückt gegenseitiger Abhängigkeit. Ja, eine grundlegende buddhistische Lehre ist ja die von bedingtem Entstehen, von Paticca-Samuppada, dass alles miteinander verwoben ist und alles voneinander abhängt. Wir versuchen zwar immer, diese Komplexität in den Griff zu kriegen, aber es gelingt uns meistens nicht. Wir sollten uns eigentlich nicht wundern, dass es Krisen gibt. Und dass Krisen zum Leben gehören, gerade auch wirtschaftliche Krisen, findet man in der buddhistischen Lehre von den weltlichen Winden wieder. Zwei davon sind nämlich Gewinn und Verlust. Gewinn und Verlust. Beide Seiten einer Medaille. Die anderen weltlichen Winde sind Ruhm und Schande, Lob und Tadel, Freud und Leid. Und Gewinn und Verlust gehören zusammen. Ich kann nicht immer nur den Gewinn für mich pachten. Es kommt der Tag, wo es auch Verlust gibt. Und die weltlichen Winde wehen heute immer noch. Genauso wie zu Buddhas Zeiten. Und jeder Mensch erlebt die, unabhängig von Religion, Kultur oder Herkunft. Vielleicht werden sie anders bezeichnet, aber grundsätzlich erlebt dieses Wechselspiel jeder Mensch. Und wir Menschen entwickeln eben Strategien, um damit umzugehen, weil wir das wissen. Entweder einzeln oder kollektiv, also als Gesellschaft. Ja? Und auch die westlichen Gesellschaften haben ihre Strategien und ihre Sicht auf die Welt entwickelt. Und wenn ich mich so in der Welt umgucke, dann ist das westliche Modell der Gesellschaft und das westliche Modell der Wirtschaft sehr überzeugend. Es wird ja überall hin exportiert. Es breitet sich ja über den Globus aus. Ja? Wenn man sich die Entwicklung so der letzten 20 Jahre in Asien beispielsweise anguckt. Und unser Wirtschaftssystem ist ja ausgerichtet auf Konsum und das Individuum. Und das findet eben in vielen Ländern begeisterte Anhänger. Und wenn man auf den ersten Blick da drauf schaut, ist es ja wirklich sehr erfolgreich. Ja, wir brauchen ja nur unseren eigenen Wohlstand anzuschauen. Mit Industrialisierung, dem technischen Fortschritt, dem Zuwachs an naturwissenschaftlichen Erkenntnissen stiegen Wohlstand. Lebensqualität, die Lebenserwartung ist länger geworden, die Bildung ist gestiegen, kulturell
sind wir gewachsen, ja. Am Anfang bedeutet das System für viele Menschen eine deutliche Verbesserung der Lebensumstände. Bis das Wirtschaftswachstum irgendwann einbricht und sich dann die andere Seite zeigt. Arbeitslosigkeit, Ungleichverteilung von Wohlstand, damit Konkurrenzkampf, Kampf um Macht und Einfluss. Wie das so nach dem Wirtschaftswunder im Deutschland der 70er Jahre eigentlich war. Ja. Und in diesem Modell, was wir haben, liegt auch die Ursache für die Krisen und für die Zusammenbrüche. Das kann man in der Geschichte immer wieder sehen. Denn das Modell, was so im Westen populär ist, hat einen Konstruktionsfehler aus meiner Sicht. Es funktioniert in der gegenwärtigen Form nämlich nur, wenn es Wachstum gibt. Stagnation oder gar Rückschritt bedeuten unweigerlich eine Krise. Ja? Jeder verfolgt so in der Presse die Wachstumsprognosen für das laufende, für das kommende Jahr. Und jedes Mal, wenn da diese Ziffer ein bisschen zuckelt, ja, dann kriegen die viele schon Schweißperlen auf die Stirn. Dabei müsste eigentlich jeder wissen, dass die Möglichkeit zum Wachstum allein schon durch das Vorhandensein der Ressourcen begrenzt. Ja? Das hat man schon in den 70er Jahren, also nach der Ölkrise, hat man das schon untersucht. Club of Rome ist da so ein Stichwort, dass man geguckt hat, gibt es denn Wachstumsgrenzen? Ja, das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt ist, dass aus meiner Sicht es unmöglich ist, dass alle Menschen auf der Welt, sind jetzt 7 Milliarden, glaube ich, schon bereits, dass alle Menschen auf der Welt auf dem gleichen Niveau leben wie wir. Das würde der Planet nicht verkraften, weil die Ressourcen sind gar nicht vorhanden. Letztendlich bedeutet das, wenn es viel mehr Menschen besser gehen soll, dass entweder die Zahl der Menschen sinken muss oder dass wir, und wenn ich sage wir, dann meine ich jetzt so die westlichen Industrienationen, ihren Lebensstandard senken müssen, ja, damit die Ressourcen letztendlich für mehr Menschen reichen. Wobei ich da allerdings Zweifel habe, weil das funktioniert schon innerhalb einer Gesellschaft ja nicht, ja, da eine einigermaßen vernünftige Verteilung hinzubekommen. Ist jedenfalls meine Erfahrung. Ja. Und das Modell, also das Modell Wohlstand, ja, Wirtschaft und Wohlstand, ja, so ein Wohlstandsmodell, ist eben nicht geeignet, aus meiner Sicht, die Grundtatsachen des Lebens zu beseitigen. Nämlich, dass alles miteinander zusammenhängt, dass es gegenseitige Abhängigkeiten gibt, dass es Vergänglichkeit gibt. Dauerhaftes Glück wird uns auch eine Wohlstandsgesellschaft nicht bescheren können. Es gibt auch aus meiner Sicht kein Modell, was das kann. Denn ein Gesellschafts- oder Wirtschaftssystem kann eben die Grundpfeiler der Existenz nicht erschüttern. Und wenn man sich Wirtschaftsmodelle anguckt, egal ob es die aus dem sozialistischen Lager sind oder die aus dem liberalen Lager, aus dem kapitalistischen Lager, ja, jedes hat bewiesen und beweist, wie groß die Abhängigkeiten tatsächlich sind. Ja. Auch wenn man immer so, gerade im Moment ist der Kapitalismus ja oben auf, bringt ja Wohlstand in vielen Ländern, und man spricht von Freiheit der Märkte, ja, und Entfaltungsmöglichkeiten des Einzelnen. Aber wenn man mal wirklich genau hinguckt in der globalisierten Welt, da frage ich mich, wo denn die Freiheit eigentlich ist. Ich weiß nicht, wer die Presse verfolgt hat, so im November letzten Jahres ging dazu einiges durch die Presse. Schweizer Wissenschaftler haben nämlich mal eine Datenbank, die untersucht. In dieser Datenbank sind 37 Millionen Firmen weltweit erfasst. Und die Wissenschaftler haben einfach geguckt, wie sind diese 37 Millionen Firmen miteinander verflochten. Und sind dann dahin gekommen, dass 147 Konzerne weltweit 40% dieser 37 Millionen Firmen kontrollieren. Ja? Und in den Top 10, also in den obersten 10, sind ausschließlich Finanzinvestoren, Banken und Versicherungen. Das ist die eine Meldung. Die andere Meldung ist, weltweit stehen 1318 Konzerne, 1318 von 37 Millionen, 4/4, das heißt 80% der Wirtschaftsleistung. Jetzt braucht man sich die Frage nur stellen, wo denn diese 1318 Konzerne lokalisiert sind. Bestimmt nicht in Afrika oder in Südamerika. Also ich fand das sehr interessant. Ja, wenn man auf der einen Seite von freiem Wirtschaftssystem spricht und auf der anderen Seite mal guckt, wie das denn alles wirklich, die großen Kapitalströme in der Welt, wie die denn verflochten mit sind.
Der Ausgangspunkt war ja das Streben nach Glück, das habe ich vorhin schon erwähnt. Also kein Wesen, kein Mensch möchte ja leiden. Sie nicht, ich auch nicht. Und wenn uns jemand Glück verspricht, ja, dann nehmen wir jede Hilfe dazu auch dankbar an. Das ist auch mit der Grund, warum wir aufgrund unserer Erfahrung auch unser Wirtschaftssystem akzeptieren. Es geht uns ja gut damit. Wer will das? Also ich persönlich, mir geht es auch gut damit, auf den ersten Blick. Ja. Nur das Problem besteht ja darin, dass es kein System gibt. Es gibt keinen Markt, es gibt keinen Staat, Wirtschaftssystem gibt es auch nicht. Das sind alles abstrakte Gebilde. Das kann man ja nicht fassen. Ja, sondern es gibt nur Individuen, Menschen, die handeln. Aber keine Systeme. Also wenn man was verändern will, muss man nicht am System ansetzen, sondern an den handelnden Personen. Also bei jedem Einzelnen. Und da möchte ich mal so ein bisschen erläutern, wie ich so die Zusammenhänge sehe in unserem Wirtschaftssystem und wo da der Einzelne ansetzen kann, etwas zu tun. Denn die Säulen für unseren Wohlstand, also für unseren materiellen Wohlstand, sind Wissenschaft und Konsum. Wohlstand braucht im westlichen Modell Wachstum und Konsum. Und Konsum braucht neue Erkenntnisse, neue Produkte. Ja, wir alle kennen das. Ja. Ein Brot hält sich länger frisch als ein PC. Ja. Wenn Sie heute einen PC kaufen, ist der morgen schon nicht mehr up to date. Ja. Das ist, bis in unserer Welt ist das so. Ja. Und Forschung und Wissenschaft gehören letztendlich zum System dazu. Weil ohne Wissenschaft gibt es keine neuen Produkte. Und dann gibt es kein Wachstum. Und da zähle ich auch die Grundlagenforschung dazu. Weil viele Produkte, wenn ich mir diese Displays bei den Smartphones angucke, das sind Erkenntnisse aus der Physik, aus der Grundlagenforschung, die letztendlich dann in diesem Produkt umgesetzt worden sind. Ja. Es wird nämlich immer gefragt, bei jeder Art von Forschung, wie kann man diese Ergebnisse, die da rauskommen, verwerten. Und im Westen wollen uns Wissenschaft und Wirtschaft davon überzeugen, dass ein Leben ohne Leid möglich ist. Man rennt so einem Mythos hinterher, weil durch Wissenschaft ist es möglich, Kontrolle auszuüben. Ja? Fortschritt kann man damit erreichen und vor allen Dingen, man kann die Zukunft damit vorhersagen, mit wissenschaftlichen Methoden. Und dann kann man sich darauf vorbereiten und entsprechend reagieren. Und wir alle machen das auch. Wir alle machen das auch. Oder wer hört nicht den Wetterbericht fürs Wochenende? Und entscheiden dann, ob wir grillen oder einen Ausflug machen, ob die, wenn die Sonne scheint, nicht. Und sind dann enttäuscht, wenn der Wetterbericht mal wieder nicht gestimmt hat. Ja? Aber das ist so eine kleine Illusion, die wir haben. Der Wetterbericht muss immer stimmen. Weil die Wissenschaft in der Lage ist, die Zukunft vorherzusagen. Also, die Wissenschaft liefert die Erkenntnisse und die Wirtschaft sorgt dafür, dass die Menschen an diesen Erkenntnissen letztendlich teilhaben können. Ja? Und irgendwann kann man alles kaufen, was man für ein glückliches Leben braucht. Hunger, Krankheit, Alter, die Mühsal des Alltags sind besiegt. Ja? Und niemand ist davor gefeit, glaube ich, dieser Illusion zu erliegen. Dabei muss man sich mal selber eine ganz andere Frage stellen, nämlich die Frage, sind wir mit unserem Wohlstand heute wirklich glücklicher? Und wenn ich mir so mein eigenes Leben angucke, also die 50 habe ich jetzt gerade überschritten, dann gibt es heute Dinge, die gab es in meiner Kindheit und Jugend nicht. Aber wenn ich ganz ehrlich mit mir selber bin, ich habe mich nie unglücklich gefühlt. Ich habe immer meinen Spaß gehabt. Wir haben dann eben nicht mit Smartphones gespielt, sondern wir sind auf Bäumen rumgeklettert. Das haben wir dann eben gemacht oder sonst was. So als Jungs halt gemacht hat. Aber so die innere Zufriedenheit und das innere Glück, was man ja auch erfahren hat, war eigentlich weniger abhängig von wirklich äußeren Dingen. Okay, auch mein Wohlstand ist im Laufe meines Lebens gestiegen. Ja. Wir haben, ich denke, Deutschland ist immer noch eine der reichsten Nationen der Welt. Ja, und viele haben auch einen Anteil an dem Wohlstand. Selbst was hier als arm gilt, ist im Vergleich zu wirklicher Armut in anderen Ländern noch Reichtum. Also ich habe in Indien arme Menschen gesehen, die lebten auf einem Mittelstreifen, auf einer achtspurigen Straße. Ja, da war eine Plane, das diente als Behausung, wie so ein Zelt aufgebaut war, aber es war kein Zelt, sondern einfach eine Plane.
Und die Familie, einschließlich Kinder und Frau und Mann, die waren damit beschäftigt, Pflasterarbeiten zu machen. Und wenn die fertig waren, sind die auf die nächste Verkehrslinie gezogen und haben dann da gelebt. Das ist für mich was, was Armut ist. Ne? Gerade Indien ist so ein Land, wo man wirklich arm und reich wirklich nebeneinander sehen kann. Ja? Und zwar in extremster Form. Ja? Ich glaube, man hat auch mal Umfragen gemacht, ob die Menschen glücklich sind hier bei uns in dem Wohlstand. Und die Umfragen zeigen eigentlich, dass die Menschen weniger zufrieden sind. Wenn man mal so Allenbach heißt Nila, das Institut hat schon in den 50er Jahren solche Umfragen gemacht und die Menschen sind eigentlich unzufriedener geworden. Interessanterweise, ja. Wir haben auf der anderen Seite einen Anstieg von Zivilisationskrankheiten. Ja. Diabetes, Herz-Kreislauf-Krankheiten, psychische Krankheiten haben zugenommen. Depression, Burnout. Es kann an der Diagnostik liegen, aber ich denke, es kann aber auch an den Lebensumständen liegen. Also was sagt uns das? Die weltlichen Winde, also der Umgang mit Gewinn und Verlust sind immer noch da. Ja. Obwohl eigentlich die ganzen Dinge, die entwickelt worden sind, dazu gedacht waren, das Leben zu erleichtern. Also schwere körperliche Arbeit ist überflüssig gemacht worden. Das hat aber auch den Effekt, dass sich die Möglichkeiten der Erwerbstätigkeit für die Menschen verändern. Ja, die Ansprüche an den Bildungsstand, an die Ausbildung von den Menschen, die bei uns arbeiten, werden immer höher. Das heißt, es gibt auch immer mehr Menschen, die fallen durchs Raster, weil sie intellektuell nicht in der Lage sind, dem gerecht zu werden. Es gehen Fähigkeiten gehen verloren. Ein Beispiel aus einem anderen Bereich. Wenn ich mir so die industrielle Nahrungsmittelproduktion angucke, ne? Ich habe den Supermarkt, in dem ich immer einkaufe, die haben jetzt vor kurzem umgebaut und der Bereich mit den Fertigprodukten, der hat sich bestimmt verdreifacht. Ja, wenn man da so lang geht, wo so Fertigprodukte sind und wie heißt das auf Neudeutsch? Convenience-Produkte, also vorgefertigte Sachen. Wenn das so weitergeht, dann können die Menschen irgendwann nicht mehr kochen. Das heißt, sie sind überhaupt nicht in der Lage, aus simplen Grundzutaten sich eine Mahlzeit zuzubereiten. Ne? Es ist ja heute schon so, dass manche Kinder die Herkunft von Gemüse oder Fleisch gar nicht mehr kennen, sondern das kommt irgendwie aus der Theke irgendwo im Supermarkt und dass es da irgendwie organische, natürliche Quellen für gibt, das wissen die eigentlich gar nicht. Ja? Das ist der eine Effekt. Der andere Effekt, zu dem Wohlstand führt, ist, dass bestimmte Dinge zu unserem Alltag gehören und wir halten sie für selbstverständlich, wir werden verwöhnt. Also beispielsweise, dass bestimmte Dinge immer da sein müssen. Wenn die nicht da sind, dann fängt der Tag schon schlecht an. Ja? Ja, zum Beispiel. Kaffee zum Beispiel, am Morgen. Ja? Oder andere Dinge. Ja. Oder die Straßenbahn kommt nicht. Wie kann denn das sein, dass auf einmal diese Straßenbahn nicht kommt? Die muss doch kommen, oder mein Zug, oder mein Flug, oder was auch immer. Ja? Das muss doch alles funktionieren. Kann sich jeder mal selber fragen, was für ihn so essentiell ist. Was passiert, wenn das nicht da ist? Da können Retreat-Erfahrungen, also wenn man so auf Meditationszeiten bei uns geht, da können das ganz erhellende Momente sein, wenn man auf einmal feststellt, ach du meine Güte, ich schlafe ja mit 4 Leuten in einem Raum. Ja? Oder hier gibt's keine Wurst. Ja, zum Frühstück. Was ist das denn? Das ist aber ganz was Komisches. Ja? Also von daher kann man sich mal fragen, was da so interessant ist. Ich zitiere jetzt mal Karl-Heinz Brodbeck. Karl-Heinz Brodbeck ist Wirtschaftsprofessor in Würzburg an der Fachhochschule, ist praktizierender Buddhist seit über 30 Jahren. Ich habe ihn zum ersten Mal auf dem Buddhismuskongress in Berlin gehört, habe jetzt einiges von ihm selber gelesen, werde ich heute Abend noch ein paar Mal zitieren. Und er hat Folgendes geschrieben. Er ist ja selber Ökonom. Die Ökonomen betrachten es als selbstverständlich, dass das Ergreifen von Gütern, das Anhaften an materiellen Dingen, das Glück der Individuen fördert. Zwar gilt der negative Satz, dass Elend oder Armut viele Menschen daran hindert, ein erfülltes Leben zu führen, doch ist Armut immer ein Relationsbegriff. Ein Bettelmönch, der auf Besitz verzichtet, ist fast immer sehr viel glücklicher als ein materiell gut ausgestatteter Mitteleuropäer. Der Grund liegt in der Fähigkeit zur mentalen Zufriedenheit als Voraussetzung für das Glück. Sehr interessante Aussage.
Also woran liegt es, dass wir an unserem Modell festhalten? Und da meine ich jetzt nicht als Gesellschaft, sondern irgendwie jeder Einzelne von uns, weil wir partizipieren ja im Modell. Ein Punkt ist so ein bisschen in unserer Historie zu sehen. Wir sind im Laufe der letzten 250 Jahre immer wissenschaftsgläubiger geworden. Weil in den letzten 250 Jahren die Wissenschaft enorme Fortschritte gemacht hat. Ja, sie hat Erklärungen geliefert für Dinge, die vorher unerklärlich waren. Sie hat Modelle geliefert, wie das Universum funktioniert. Die Modelle, die in der Welt sind, sind logisch, nachvollziehbar, überprüfbar. Und der Erfolg dieser Wissenschaft führt natürlich dazu, dass man dem Glauben anhaftet, alles ist machbar. Alles ist erlaubt. Ja, alles ist erlaubt, um Alter, Krankheit, Tod zu besiegen. Nur wir müssen uns beim Thema Wissenschaft die Frage stellen, zeigt uns die Wissenschaft durch ihre Erfolge und ihre Erklärungen die Wirklichkeit? Denn unsere Wissenschaft, unsere westliche Wissenschaft, ist ein Modell. Und dieses Modell setzt eine philosophische Annahme voraus. Und diese philosophische Annahme heißt Materialismus. Das ist das, auf was unsere Wissenschaft fußt. Das bedeutet, man kann alles auf eine materielle Grundlage zurückführen. Ja, man versucht, alle Erscheinungen auf irgendeine materielle Grundlage zurückzuführen. Der Grund ist, aus meiner Sicht, es ist damit Naturgesetzen oder naturwissenschaftlichen Gesetzen, sagen wir es besser so, zugänglich und dann theoretisch auch beherrschbar. Wenn ich Dinge kenne, wenn ich das in nachvollziehbare Rechenmodelle fassen kann, kann ich es kontrollieren. Das ist die Idee, die dahinter steckt. Materialismus ist aber doch nur eine Annahme. Sozusagen, es wird einfach vorausgesetzt. Und diese Annahme führt zu einer einseitigen Sicht. Und diese einseitige Sicht blendet bestimmte Erfahrungen einfach aus. Viele von Ihnen, viele von euch meditieren. Und Meditationserfahrung kann man mit den wissenschaftlichen Methoden nicht nachbilden. Obwohl das versucht wird. Indem man so Elektroden an die Gehirne die Kopfhaut befestigt und dann in Gehirnströme misst, wenn die Leute meditieren oder ich weiß ja nicht, wie das geht, wenn man meditiert, dass man dann in die Röhre geschoben wird, um dann das zu untersuchen. Ja. Aber letztendlich die Erfahrung, die damit verbunden ist, ist der Wissenschaft nicht zugänglich, weil die Erfahrung ist einzigartig. Die hat jeder von uns selbst. Selbst die kann ich noch niemals jemandem erzählen. Meine Worte sind wahrscheinlich begrenzt, um jemandem wirklich von meinen Erfahrungen zu berichten. Wenn ich meinen Hinterkopf habe. Und unser Wissenschaftssystem akzeptiert nicht, was in ihrem Sinne und nach ihren Kriterien nicht bewiesen ist. Man muss das erst beweisen. Aber wenn die Wissenschaft ihre Methoden für die einzig wahren hält, wird sie auch nur die Teile der Wirklichkeit entdecken, zu denen diese Methoden passen. Den Rest werden sie einfach nicht finden, weil sie nicht die richtigen Methoden haben. Da muss man die Methoden wieder ändern, ja? Und die Wissenschaft selber liefert ja auch nur Modelle. Und damit mit diesen Modellen arbeitet sie dann, ja. Und das wird oft vergessen, dass es nur Modelle sind. Es wird oft mal so dargestellt, als sei das die absolute Wirklichkeit, was die Wissenschaft zählt. Aber es sind nur Modelle, ja. Und diese Modelle haben Grenzen. Ich denke, ein bekanntes Beispiel dafür ist aus der Medizin. Die asiatische Medizin hat ein völlig anderes Modell, nämlich das von Meridianen, von Energieströmen im Körper, ja, zu heilen. Ist auch nur ein Modell. Ja, weil wenn man den Körper aufschneidet, findet man die Energiebahn. Und die westliche Medizin, die hat ein materialistisches Modell vom Körper. Ja, wir haben Zellen, die sind aus Atomen ausgebaut und da laufen bestimmte Prozesse ab und wenn die Prozesse funktionieren, ist der Mensch gesund. Das ist so die Idee. Aber beide, wenn man krank ist, man kann einmal zu einem asiatischen Mediziner gehen, zum tibetischen Arzt oder zum chinesischen Arzt, der kann einem helfen. Und man kann zu einem westlichen Mediziner gehen, der kann einem auch helfen. Letztendlich zwei unterschiedliche Modelle, beide funktionieren. Aber beide Modelle haben ihre Grenzen. Mit Akupunktur kann ich letztendlich keinen offenen Bruch heilen. Da brauche ich die Chirurgie für. Und die Modelle der Wissenschaft stehen ja nicht außerhalb der Wirklichkeit, sie sind Teil der Wirklichkeit. Das Gesetz vom bedingten Entstehen gilt auch da. Und die Methoden, die die Wissenschaft benutzt, beeinflussen die Ergebnisse.
die die Wissenschaft liefert. Das ist ja nicht unabhängig davon. Ja? Ich sage so, die Fragestellung, die ein Wissenschaftler hat, beeinflusst den Versuch und das Ergebnis. Ja? Weil der Wissenschaftler sucht ja seine These zu bestätigen, also guckt er auch dahin. Also die Wissenschaft ist nicht wirklich objektiv. Die Wissenschaft hat eine bedingte Perspektive. Darf man nicht vergessen. Und die Perspektive ist für die Ergebnisse ganz entscheidend. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, um das zu erläutern, völlig außerhalb der Wissenschaft. Jeder kennt Sternbilder, ja, so am Himmel. Also feste Konstellation von Sternen am Firmament, die man zu Figuren verbinden kann. Die Fische und die. Ja. Aber wie man diese Sterne sieht, hängt von der Position der Erde im Universum ab. Oder in unserer Galaxie. Wenn ich das gleiche Firmament von einer ganz anderen Stelle aus betrachte, finde ich diese Sternbilder nicht wieder. Das sieht dann ganz anders aus. Also obwohl die Sterne die gleichen sind. Die haben sich ja nicht verändert. Ich habe ja nur meinen Standpunkt verändert. Und gucke anders da drauf. Deshalb finde ich es interessant, dass Menschen diese zufällig Bild, was da entsteht, bestimmte Eigenschaften zuordnen. Ja. Finde ich schon interessant. Also diese bedingte Perspektive der Wissenschaft müssen wir immer im Hinterkopf haben, wenn wir die Ergebnisse der Wissenschaft betrachten. Und unsere Gesellschaft, und damit meine ich vor allem diejenigen, die den Rahmen in unserer Gesellschaft setzen, also Politiker, Entscheidungsträger, Richter, die sind sehr wissenschaftsgläubig. Das bedeutet, Wissenschaft ist für diese Menschen die einzige Möglichkeit, die Wirklichkeit zu verstehen und zu erklären. Sie gehen davon aus, dass es einen stetig wachsenden Erkenntnisprozess gibt. Und sie verlassen sich auf die Wissenschaft, weil es ihnen Sicherheit bei den Entscheidungen gibt. Ja? Der Gutachter XY hat gesagt, das ist so. Dann kann ich mich darauf verlassen und kann dann meine Entscheidung darauf gut. Nur man muss immer die Frage stellen, ob die Wissenschaft auch immer die richtigen Methoden hat. Ich finde das interessant, wenn wirklich die Hirnforscher versuchen, Bewusstsein auf eine materielle Ebene zurückzuführen, indem man misst. Ein Hirnforscher selber hat mal gesagt, was wir wirklich sagen können, ist, dass bei bestimmten Aktivitäten bestimmte Hirnregionen stärker durchblutet werden. Das können wir sehen, mehr aber auch nicht. Das heißt noch lange nicht, dass die Hirnaktivität das Bewusstsein produziert. Das sagt auch der Hirnforscher. Aber man versucht es halt. Und der Philosoph Wittgenstein, der hat dazu gesagt, wir fühlen, dass selbst dann, wenn alle naturwissenschaftlichen Fragen beantwortet wurden, die Probleme des Lebens völlig unberührt geblieben sind. Finde ich eine sehr weise Aussage. Also ich plädiere dafür, die begrenzten Möglichkeiten der Wissenschaft anzuerkennen, bevor man weitreichende Schlüsse aus den wissenschaftlichen Ergebnissen zieht. Und bevor man das tut, auch erst einfach mal zu schauen, wo sind denn die Gültigkeitsgrenzen, ja, und die Ergebnisse, die die Wissenschaft liefert, zu hinterfragen. Ganz spannend. Ich habe mal einen interessanten Vortrag von dem Walter Krämer gehört. Der Walter Krämer ist Statistikprofessor in der Uni Dortmund. Und der setzt sich mit solchen Dingen auseinander. Ja. Und der hat ein Buch geschrieben, warum wir uns von den falschen Dingen fürchten. Da geht es nämlich genau darum, dass man mal guckt, wie genau sind denn die Methoden, die die Wissenschaft anwenden und wie ist die Aussagekraft, die dahinter steckt. Finde interessant, sich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen. Was aus meiner Sicht der Wissenschaft fehlt, ist eine integrale ethische Basis. Die gehört nicht zum System. Ja, ist dann eigentlich nicht vorgesehen, ethische Basis. Weil der Erfolg uns ja recht gibt. Also das Ethische, das Spirituelle, das Religiöse, das ist Privatsache. Das bestimmt ja heute auch eigentlich nicht mehr unsere Gesellschaft. Das hat ja kaum noch einen wirklichen Stellenwert in der Gesellschaft. Und in der Gesellschaft sind eben die naturwissenschaftlichen Tatsachen der Maßstab. Und die ethischen Grenzen zieht oftmals nicht der Wissenschaftler, sondern wenn, dann Politiker. Die bestimmte Stammzellenforschung ist so ein Thema, wo die Wissenschaftler nicht die Grenzen gezogen haben, sondern die Politik, ja, wo die gesagt haben, was geht und was nicht geht. Ja. Also die wissenschaftliche Forschung ist nur so ethisch wie der einzelne Wissenschaftler. Ja. Auf den kommt es dann im Einzelfall an.
Und ich möchte hier nicht die Behauptung aufstellen, dass alle Wissenschaftler unethisch sind. Nein, es gibt zum Glück genügend ethische Wissenschaftler. Aber ohne eine ethische Grundlage werden wir die Wirklichkeit nicht verstehen. Ja? Weil ethisches Handeln bezieht den ganzen Menschen ein. Ethik versteht sich nicht als das Setzen von Regeln, sondern als das Wissen um die eigene Motivation und die eigene Haltung, kognitiv und emotional. Ethik bedeutet, zum Wohle aller zu handeln und in seinem Tun die Auswirkung auf alle Wesen zu bekommen. Denn in der Ethik drückt sich die Verbundenheit aller Wesen aus. Und dieser Aspekt wird in den Naturwissenschaften und insbesondere in der Wirtschaftswissenschaft, zu der komme ich gleich, ausgeblendet. Weil die Verbundenheit ist ja nicht bewiesen, im wissenschaftlichen Sinn nicht bewiesen. Also Wissenschaft allein bringt uns nicht weiter. Und viele Menschen spüren das und sind deshalb auch auf der Suche. Und es gibt zaghafte Versuche, Ethik in Wissenschaft, Technik und Wirtschaft mehr in den Fokus zu rücken. Es gibt Ethikkommissionen, es gibt Arbeitskreise Ethik, es gibt sogenannte Technikfolgeabschätzungen, es gibt Wirtschaftsethiker an einigen Universitäten, ja, aber letztendlich kommt es auf den Einzelnen an. Wirtschaftsethik hat Konjunktur, aber keine Wirkung, sagt Birger Brieder, der ist Ökonom und Philosoph an der Universität Herdecke. Ja. Und weiter, es fehlt nicht an Regeln, sondern an Ethos. Die Wirtschaft darf den Menschen nicht nur als kühlen Nutzenmaximierer sehen, sondern ihn wieder mit all seinen Gefühlen und Leidenschaften entdecken. War jetzt kürzlich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Also, dass die Modelle der Wissenschaft nicht die Wirklichkeit sind, das gilt insbesondere für die Wirtschaftswissenschaft. Die Wirtschaftswissenschaft ist zudem keine Naturwissenschaft, sondern gehört zu den Sozialwissenschaften. Und es gibt ja nicht nur ein Modell, eine Theorie, wie die Wirtschaft funktioniert, sondern im Laufe der Geschichte hat es zig Modelle gegeben. Zig Modelle zur ökonomischen Theorie, also zur Wissenschaft vom wirtschaftlichen Handeln. Ganz früher, das fand ich interessant, so bei meinen Recherchen, hieß die Wirtschaftswissenschaft Moral Science. Moral Science. So im 18. und 19. Jahrhundert. Hieß sie Moral Science. Und die moderne Wirtschaftswissenschaft trennt Fakten und Werte. Ja, sie versucht dadurch objektiv zu sein. Weil Werte sind ja nicht objektiv. Jeder von uns hat vielleicht andere Werte. Also man versucht letztendlich das wissenschaftliche Prinzip, ja, der Objektivität auf die Wirtschaft zu übertragen. Und in diesem System sind wir Menschen nur eine Größe, eine mathematische Größe. Und ich zitiere jetzt nochmal den Karl-Heinz Wohnpick. Wenn wir uns anschauen, welche Ergebnisse die Ökonomie liefert, so stellt man fest, dass diese als empirische Wissenschaft, die tragfähige Prognosen liefern soll, gescheitert ist. Ich habe da mal so überlegt, als ich das gelesen habe. Stimmt. Also die Wirtschaftsweise der Regierung kenne ich nur von den Fotos, wenn die ihren dicken Bericht dem Bundeskanzler oder der Bundeskanzlerin geben. Aber dann höre ich eigentlich in der Regel nichts mehr davon. Ja, ob da das eingetreten ist, was in diesem mehrere hundert Seiten starken Papier geschrieben worden ist oder nicht, davon hört man eigentlich nichts. Ja. Finde ich interessant. Wenn es Krisen gibt, dann werden die immer im Nachhinein kommentiert. Dann haben es alle gewusst. Ja, das war doch klar, dass das so kommen musste, diese Krise. Aber die Krisen werden nicht verhindert, trotz aller wissenschaftlichen Arbeit. Und ich arbeite in der Industrie auch. Und ich habe festgestellt, dennoch werden diese wissenschaftlichen Methoden als Entscheidungskriterium in den Industrien angewandt. Ja? Man arbeitet dann mit sogenannten Kennzahlen. Key Performance Indicators. Das ist ein schönes Wort, ne? Key Performance Indicators. Ja? Und es gibt Leute in den Unternehmen, die sehen nur diese Zahlen. Die wissen aber gar nicht, was damit verbunden ist. Da stecken nämlich Menschen hinter, da stecken Waren hinter, da stecken Prozesse hinter. Ja, da wird dann über EBITDA gesprochen, ja, und solche Geschichten. Also das Einkommen vor Steuern, Abschreibungen und solchen Sachen. Finde ich interessant, dass man versucht, solche Prozesse mit solchen Methoden zu steuern. Denn ob man Planetenbahnen mit Newton, mit Kepler oder mit Einstein erklärt,
ist für die Menschen relativ egal. Das ist egal. Aber die Modelle der Wirtschaftswissenschaften greifen tief in unser Leben ein. Ja? Sie sind letztendlich die Grundlage für politische Entscheidungen und ja, in der Wirtschaft. Und ich weiß nicht, ob wir warten können, bis das Wirtschaftsmodell durch ihren endgültigen Zusammenbruch beweist, dass es nicht taugt. Ja. Weil es wird irgendwann mal passieren. Das ist eigentlich klar. Ich hoffe auch, dass das nicht zu meiner Lebzeit passiert, aber wenn man sich anguckt, welche Geldströme unterwegs sind, die gar nicht wissen, wohin, ja, dann kann das nur funktionieren, wenn das System irgendwann mal zusammenbricht. Ja. Aber dennoch können wir ja überlegen, ob wir nicht anfangen, was zu verändern. Denn das Menschenbild, das den vorherrschenden wirtschaftlichen Theorien zugrunde liegt, ist das eines individualistischen, überwiegend egoistisch motivierten Menschen. Es hat sogar einen wissenschaftlichen Namen. Dieser Mensch, der heißt Homo economicus. So heißt er. Ist nicht meine Erfindung, sagen die Wirtschaftswissenschaftler selbst. Man kann den Egoismus natürlich beobachten in der Welt. Ja, jeder Mensch ist auf die eine oder andere Art und Weise egoistisch. Ist ja ein Überlebenstrieb. Ja, Egoismus bis zur Wissenweise ist ja ein Überlebenstrieb. Aber ob man den als allgemeingültige Voraussetzung ohne eine wirkliche Begründung für ein Wirtschaftsmodell heranziehen kann, da habe ich doch so meine erheblichen Zweifel, ob das wirklich so geht. Und dann versuchen die Wirtschaftswissenschaftler, so in anderen Wissenschaftszweigen mal zu gucken, wo ist denn die Bestätigung dafür? Ja, dann wird in der Psychologie das Reflexverhalten herangezogen. Jeder kennt den pavlovschen Hund, ne? Wenn die Glocke geht, Speichel, ne? Weil jedes Mal, weil er trainiert worden ist, wenn die Glocke geht, gibt's was zu futtern. Ja, oder die Gentechnik, in der Gentechnik wird nach den richtigen Genen gesucht, warum wir uns denn so verhalten. Ja, also ist schon wirklich interessant. Nur es gibt keinen Beweis dafür. Nochmal der Herr Brodbeck. Die traditionelle ökonomische Theorie ist weitgehend blind gegenüber den wichtigen Grundtatsachen des Lebens. Der Tod kommt nur im Sinn einer Sterbestatistik bei Versicherungen oder bei Fragen des Bevölkerungswachstums als abstrakte Mortalitätsrate vor. Die Endlichkeit des Lebens zeigt aber, dass letztendlich das Streben nach materiellem Besitz vergeblich ist. Eine Wirtschaftstheorie, die blauäugig das Glück mit dem materiellen Wohlstand gleichsetzt, ist bestenfalls naiv. Faktisch jedoch eine Konsequenz der vielfältigen Täuschungen in der Wirtschaft. Also das Weltbild, was die Wirtschaftswissenschaften benutzen, um wirtschaftliche Prozesse zu erklären, steuerbar zu machen, hat mit der Wirklichkeit der Menschen nicht viel zu tun. Weil wir Menschen letztendlich vielschichtiger sind, als nur nach Besitz, nach materiellem Besitz zu streben. Also, aus der Annahme, dass materieller Besitz zum Glück führt, ja, folgt in unserer Wirtschaft das Element der Konsumorientierung. Das ist ja die logische Folge daraus. Ja? Also Glück durch den Erwerb von äußeren Dingen oder Dienstleistungen. Kaufverhalten wird Ausdruck einer Lebensphilosophie, von Ausdruck von Individualität. Und dann stellt man doch fest, dass fünf andere die gleiche Strickjacke haben, weil sie bei Schiebe im Angebot gaben. Ja? Das ist dann eben so. Aber wir glauben immer, wir haben die individuelle Jacke, ja, die kein anderer hat. Also ich habe das jetzt kürzlich im eigenen Unternehmen mit einem Kollegen erlebt. Wir hatten plötzlich das gleiche Hemd an. Gleicher Hersteller, gleiche Farbe. Ja. Wir haben uns irgendwie ganz komisch angeguckt. Das war richtig... Wir sind halt locker damit umgegangen und gesagt, ja, wir haben den gleichen Schneider. Ne? Aber es war schon irgendwie komisch. Also irgendwie hat man doch das Gefühl, man ist so einzigartig in der Welt. Ne? Und wenn es sich nur am Hemd zeigt. Ja. Und was wir konsumieren, ist letztendlich das Ergebnis von wissenschaftlicher Arbeit, angewandt auf die Dinge des täglichen Lebens. Ja? Konsum ist die Basis unseres Wohlstandes. Das merkt man immer, wenn mal das Wirtschaftswachstum mal so ein bisschen wieder runtergeht. Oh, wir müssen die Kaufkraft stärken. Wir müssen die Kaufkraft stärken. Finanzkrise 2008. Jeder erinnert sich an die Abwrackprämie, wie das damals hieß. Also Zuschüsse dazu, dass die Menschen Autos kaufen. Interessanterweise haben die dann die ganzen Autos aus Korea gekauft, weil, ja, die Kleinwagen sind recht preiswert,
Ja, die kosten 8.000 Euro und wenn ich davon 4.000 Euro, was gab es, 2.500 Euro, ich weiß nicht genau, ja, irgendwie so was dazu bekomme, dann lohnt sich das für die Menschen, die nicht so viel Geld haben, um sich ein Auto zu kaufen. Denn dann ist das ein richtiger großer Anteil. Wenn einer sich ein Auto für 100.000 Euro kauft, den interessiert nicht, ob das Radio vom Staat bezahlt wird, was dann 2.500 Euro kostet in dem Auto. Ja. Also unser Wirtschaftssystem basiert darauf, Gier zu stimulieren. Das ist der Motor. Ja, und wenn das nicht mehr funktioniert, wenn der Markt gesättigt ist, wenn wir alle schon 3 Autos haben zu Hause, ja, dann geht ja der Autoverkauf, dann, und die, wie heißt das hier bei uns, die Zahl der Neuzulassungen geht dann runter, also muss man dann in die Welt, dahin, wo die Menschen noch keine Autos haben. Ja, das nennt man dann Globalisierung. Dann wären die Mercedes oder BMWs oder Audis oder VWs, die wären dann eben nach China explodiert, nach Brasilien und so weiter. Ja, weil hier haben die Leute schon alle genügend Autos. Und ein wichtiges Element dabei ist Marketing. Ich weiß nicht, ob hier ein Wirtschaftswissenschaftler darunter ist. Marketing. Also Marketing versucht ja, uns zu erklären, dass die Dinge nützlich sind und dass die Dinge uns zufriedener und glücklicher machen. Das ist ja Marketing. Also Marketing muss uns überzeugen. Da habe ich was Interessantes gefunden. Stand in VDI-Nachrichten, eine Zeitschrift für Ingenieure. Man hat festgestellt, dass die Automobilindustrie auf dem deutschen Markt in den letzten 10 Jahren rund 1/3 der jungen Käufer verloren hat. Also 1/3 der jungen Leute, junge Leute sind so die, die um die 20 sind. Also zwar schon führerscheinfähig, aber die machen keinen Führerschein mehr. Ich weiß von einer Kollegin, der Sohn, der ist so in dem Alter, der sagt, ich brauche keinen Führerschein. Ich mache keinen Führerschein. Ich fahre öffentlichen Nahverkehr. Was die interessiert, sind Smartphones und Facebook und solche Sachen. Da, das ist das, was die interessiert. Aber Auto interessiert die nicht. Wir fahren lieber mit dem Fahrrad oder mit dem öffentlichen Verkehrsmittel. Ne? Und dazu hat jetzt der Volkmar Denner, der ist Forschungs- und Technikchef von Bosch, gesagt, über die Vernetzung bringen wir die jungen Leute wieder an das Auto heran. Also die wollen sozusagen ein Smartphone auf Rädern entwickeln. Ja? Und dann fragt die Zeitung, also der Reporter fragt dann, verlieren die jungen Menschen die emotionale Bindung an das Auto? Fand ich äußerst spannend. Also wenn die Menschen eigentlich in vernünftiger Weise handeln, nämlich dass man in den Städten, gerade in den großen Städten, eigentlich gar kein Auto braucht, dann gibt's Marktstrategen, die versuchen, denen einzureden, dass das doch nötig ist. Ja? Fand ich interessant. Aber so funktioniert unser System. So funktioniert unser Wirtschaftssystem. Jetzt habe ich viel erzählt zu dem Thema, aber was machen wir damit? Was machen wir damit? Was machen wir mit der Situation? Ja, also keiner von uns wird die nächste Krise verhindern. Und ich vermute, wenn ich jetzt hier rumfrage, keiner hat das perfekte System in der Tasche. Glaube ich nicht. Ja? Aber wir werden also damit leben müssen. Aber wir können unseren Umgang mit dem System verändern. Wir können unsere innere Haltung verändern. Ja? Wir können unsere Überzeugung leben, sprich unsere buddhistischen Ideale leben. Wir können die Ideale weitergeben und Menschen Erfahrungen machen lassen damit. Denn Erfahrung letztendlich überzeugt. Man liest ja viel im Moment, vor 2 Wochen, glaube ich, war im Radio wieder so ein Interview zu dem Thema, ein Verlust an Werten. Ja? Die Menschen haben keine Werte mehr. Nur, Werte sind nur dann in der Welt, wenn wir sie leben. Ja, kann kein anderer für uns leben, das müssen wir selber machen. Ja, die Werte kommen nicht von außen. Wir sind es, die Werte setzen. Und wir sind es, die vorleben müssen. Und das gilt insbesondere natürlich in dem Zusammenhang für unser Konsumverhalten. Weil Wissenschaft und Konsum sind ja an sich nicht schlecht. Ich will die ja jetzt nicht in Grund und Boden reden. Hat ja doch auch Vorteile. Wir profitieren ja natürlich auch vom medizinischen Fortschritt. Das ist ja auch der Wissenschaft zu verdanken. Ja. Aber auch da gibt's Haken und Ösen. Ja. Man versucht zum Beispiel mit medizinischem Fortschritt einer falschen Lebensweise zu begegnen. Ein Paradebeispiel für mich sind da Cholesterinsenker. Wenn jemand zu hohen Cholesterinspiegel hat, kriegt er das normalerweise in den Griff, wenn er sich richtig ernährt. Eine Ausnahme mag es auch geben. Da brauche ich eigentlich keine Cholesterinsenker, ja? Um dem zu begegnen. Aber ein typisches Land dafür sind die USA, da wird sowas gemacht. Ja, wir versuchen also durch medizinische Forschung falsche Lebensweisen in den Griff zu bekommen. Ja? Auf der anderen Seite wird bei seltenen Krankheiten, also wo es sehr wenige Menschen gibt, die unter diesen Krankheiten leiden, wird einfach viel zu wenig geforscht. Ja, weil man sagt, es ist kein Markt.
Es lohnt sich nicht, da ein Medikament für zu entwickeln, weil es ist kein Markt. So funktioniert unser System. Es geht ja noch weiter, wenn alle Menschen tatsächlich gesund leben würden. Ja, wir brauchen nur die Empfehlung, wir brauchen nur alle den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung folgen. Ja, dann hat schon die Nahrungsmittelindustrie ein Problem. Wir können die Produkte ja gar nicht mehr kaufen. Ja, die viel zu fettig sind, wo viel zu viel Zucker drin ist und so weiter. Aber stattdessen dreht sich diese Spirale weiter und das Neueste sind ja Functional Food. So heißt das. Also es gibt mittlerweile Margarinen, da ist der Cholesterinsenker schon eingebaut. Steht doch drauf. Ja, also das nennt man dann Functional Food. Oder die Joghurts, die für eine entsprechende Darmflora sorgen. Macht jeder Joghurt, aber hat auch der Joghurt früher schon getan, aber es ist eben so, dass da ist extra was draufsteht, dass man diesen Joghurt essen soll, weil der dafür ganz gut ist, oder diese Drinks. Ja, ich sag jetzt keinen Namen, weil ich möchte da nicht in den Konflikt kommen. Aber das macht deutlich, Wissenschaft und Konsum gehören zusammen. Ja, das muss man einfach mal so sehen. Ja. Okay. Der Grund des Ganzen ist ja, dass wir glücklicher sein wollen. Das habe ich vorhin schon gesagt. Und Glück braucht Zufriedenheit. Innere Zufriedenheit eigentlich, aber bei uns bedeutet Zufriedenheit oftmals Vergleich. Wir gucken ja immer, was hat der andere oder die andere und macht davon abhängig, ob ich jetzt zufrieden bin oder nicht. Ja? Also wenn ich, selbst wenn ich eine schöne Arbeit habe beispielsweise, die mir Spaß macht, ja, wo ich mich einbringen kann, und dann kriege ich mit, mein Kollege, der kriegt 5% mehr als ich. Schon bin ich mit meiner Arbeit nicht mehr zufrieden. Ja, wenn es den Kollegen jetzt mit den 5% mehr, wenn der da nicht wäre, und ich oder ich das nicht rauskriegen würde, wäre ich schon zufrieden mit meiner Arbeit. Wäre ich gar nicht unzufrieden geworden. Ja, also wir suchen bei Zufriedenheit oftmals den Vergleich. Ja? Aber letztendlich da müssen wir in uns nachschauen, was uns wirklich zufrieden macht. Ja? Denn die Befreiung vom Leiden nimmt uns weder ein Staat, noch eine Religion, noch ein Markt ab. Sondern zur Veränderung der Welt und zur Veränderung von uns müssen wir unsere Wahrnehmung der Welt verändern und die Erkenntnis verändern. Ja. Wir müssen gucken, was tatsächlich da ist. Und das ist ein wesentlicher Aspekt auf dem buddhistischen Weg, zu gucken, was tatsächlich ist. Ohne es mit einem Schleier zu sehen, was schwer ist, zugegebenermaßen. Aber ganz ohne Einfluss sind wir natürlich nicht, gerade in der Rolle als Konsumenten. Wir können durch unser Handeln beweisen, dass wir keine egoistisch motivierten Verbraucher sind. Wir können unser Kaufverhalten ändern. Ja? Unser Kaufverhalten ist ja sogar manipulierbar, weil sonst würde ja Werbung nicht funktionieren. Ja? Wir tun zwar immer so, als würde die uns nicht berühren, das tut sie trotzdem. Ist ja schon sehr ausgeklügelt. Denn unser Kaufverhalten und die Ideale, die uns wichtig sind im Leben, die sind ja nicht vom Himmel gefallen, die sind auch nicht genetisch vorgegeben. Ja? Also sozusagen, wir sind kein geborener Homo economicus. Sind wir nicht. Ja? Sondern das hat man uns beigebracht. In der Schule, zu Hause, im Umfeld. Ja, das hat man uns beigebracht. Filme, Bücher, die vermitteln solche Bilder. Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Solche Sachen. Also wie gesagt, das ist nicht genetisch vorgegeben. Wir können umlernen. Ja? Wir können uns neue Ideale geben. Ideale von Mitgefühl, von der Verbundenheit mit anderen. Und wir können unserem Leben einen Sinn geben, jenseits allen materiellen Strebens. Und das einzig unterleiden unsere Entscheidung. Das ist nur unsere Entscheidung. Kein anderer hat damit was zu tun. Nur wir. Ja? Wir können unsere ethischen Prinzipien uns zu eigen machen, zum Maßstab machen. Wir können dazu stehen. Auch wenn andere mit der Nase rümpfen und sagen, was macht der denn da? Wir können das. Das ist wirklich Individualismus. Ja? Das ist ja so die Krux mit dem Individualismus. Wir wollen individuell sein, aber gleichzeitig gucken wir mal, was sagen die anderen dazu. Ja, das ist die Spannung, die wir haben, individuell sein zu wollen, auf der einen Seite, aber wir brauchen auch die Gemeinschaft. Wir wollen auch dazugehören. Alles beide ist notwendig. Und wenn wir uns als Konsument bewegen,
Ja, dann können wir einfach unsere ethischen Prinzipien zum Ausdruck bringen. Ja, ich bin ja nicht hier Buddhist und da Konsument. Ja, ich habe ja keine Schere in meinem Kopf. Ja. Also, das kann man, ja. Wenn ich sage, wir sollen unsere ethischen Prinzipien auch auf unser Konsumverhalten anwenden, dann meine ich nicht, dass man das dogmatisch sieht. Sondern das ist wie alles, wie jeder Veränderungsprozess eine schrittweise Anpassung. Wir werden achtsamer, wir vertiefen unsere Praxis, unser ethisches Gewahrsein wächst. Und was wir heute für ethisch halten, ist morgen vielleicht nicht mehr ethisch für uns. In dem Sinne, dass wir das verfeinert haben, dass wir noch einen Schritt weiter gehen. Ja? Also unser eigener Maßstab verändert sich. Und er verändert sich dadurch, dass wir lernen, dass wir schulen, dass wir genau hingucken, dass wir wahrnehmen, dass wir die Wirklichkeit sehen. Ja? Und die ethischen Vorsätze, die wir haben als Buddhisten, die geben uns wirklich auch auf dem Gebiet des Konsums Kriterien an die Hand, die wir berücksichtigen können. Also inwieweit sind die Güter, die ich kaufe, gewaltfrei produziert? Inwieweit sind da Tierversuche mit verbunden bei den Produkten, die ich kaufe? Dienen die Produkte, die ich kaufe, können die dazu verwendet werden, Gewalt auszuüben? Ja? Oder wenn ich mein Geld zur Sparkasse oder sonst wie zu irgendeinem Geldinstitut bringe, was macht das Geldinstitut? Oder wohin investiere ich, wenn ich denn Geld habe? Auch da gibt es ein Umdenken. Es gibt mittlerweile Banken, die da schon genauer hingucken und auch entsprechend veröffentlichen. Ja? Also zum Beispiel spekuliere ich mit Rohstoffen. Mache ich das? Was bewirkt das, wenn ich das? Oder spekuliere ich mit Krankheit und Tod von Menschen? Auch das. Ich würde nie auf die Idee kommen, irgendeine Aktie von einem Tabakkonzern zu kaufen. Zum Beispiel. Würde ich nicht machen. Wie sieht es mit Spekulationen aus? Ja? Wenn Spekulationsgewinne gemacht werden, kommt das Geld irgendwo her. Ich sage immer, das Geld ist nicht weg, das hat nur ein anderer. Das ist ja nicht weg. Wenn ich jetzt was investiere und verspekuliere mich, also mein Geld ist dann weg, aber das hat jetzt jemand anders. Also das ist einfach so. Das Geld ist nicht verschwunden. Deswegen. Wie sind die Verträge, die ich beschließe? Sind die fair? Nutze ich meine Position aus oder nicht? Wenn ich einen Vertrag abschließe? Ja, bloß weil ich in der besseren Position bin? Inwieweit bin ich im Wirtschaftsleben großzügig? Ja? Als ich mich damit so ein bisschen auseinandergesetzt habe, ist mir aufgefallen, viele Familienunternehmer haben eine ganz andere Einstellung als Inhaber von Kapitalgesellschaften. Ja? Also wenn ich so an Deichmann denke, Schuh Deichmann beispielsweise, der sehr engagiert ist im christlichen Bereich, oder an den Götz Werner, der ist der Gründer von DM, dem Drogeriemarkt, der eine ganze Menge tut. Auch den habe ich mal erlebt, also als Redner. Ja. Das Prinzip der Genügsamkeit bei unserem Konsum, uns davon leiten zu lassen, also nicht gierig zu sein. Und generell einfach überlegen, was brauche ich denn wirklich? Also nicht unbedingt Impulskauf, sondern einfach mal überlegen, brauche ich das jetzt oder brauche ich das nicht? Und ein Gewahrsein für die eigenen Kaufmotive entwickeln. Warum mache ich das eigentlich? Warum habe ich schon die 7. Armbanduhr? Warum habe ich denn die denn überhaupt? Ich kann doch, trage doch normalerweise nur eine. Ja? Ja, und schon wieder habe ich 5 Joghurts gekauft, obwohl noch 8 im Kühlschrank sind. Ja, also solche Sachen. Warum mache ich das? Ja? Was passiert, wenn ich einkaufe? Was passiert mit mir, wenn ich das nicht bekomme? Die Frage muss man sich auch mal stellen. Ja? Ich gehe jetzt auf den Markt, möchte, was weiß ich, eine Aubergine kaufen und es gibt keine, weil wir Januar haben. Ja, es gibt jetzt keine Aubergine. Was mache ich denn jetzt? Ich armer Mensch. Ich kann doch nicht den Wirsing nehmen, ja, der da noch liegt. Das geht nicht. Also interessant, sich dabei mal zu beobachten. Also letztendlich achtsam bleiben bei dem, was man tut. Ja. Und hinterfragen. Hinterfragen, wie Produkte entstehen, hinterfragen, unter welchen Umständen werden sie letztendlich hergestellt, wer ist daran beteiligt, selber natürlich nicht täuschen oder lügen, wenn man handelt, man verkauft ja auch was. Letztens war ein Artikel in der Zeitung, dass ein erschreckend hoher Prozentsatz der Kilometerstände bei Fahrzeugen manipuliert ist, ich glaube so 80% oder so, die man so privat
verkauft. Das ist ja heute alles gar kein Problem mehr. Man kann sich ja jede Software heute aus dem Internet runterladen. Ne? Ist ja alles elektronisch heute. Dann schließe ich meinen Laptop an das Auto an und gebe ich da was ein und dann ist der Kilometerstand so, wie ich den brauche. Aber es ist eben nicht ehrlich. Beim fünften Vorsatz, also wo es um Drogen geht, geht es natürlich darum, keine Drogen überhaupt zu kaufen. Weil wenn ich die kaufe, füttere ich den Markt. Ja, ist einfach so, wenn ich die nutze, füttere ich den Markt. Wo Bedarf ist, so funktioniert das. Wird das produziert, was ich haben möchte. Ja. Das gleiche gilt für Alkohol oder Tabak. Ja. Wir bräuchten keine Nichtraucherregeln, wenn man nicht rauchen würde. Wäre das Thema durch. Bräuchten wir einfach nicht. Ja. Das ist an uns, ist unsere Entscheidung, was wir tun. Ja. Und da an den Stellen können wir was machen. Wir entscheiden letztendlich durch unser Kaufverhalten, was produziert wird. Wenn alle irgendwelche Dinge nicht mehr, wenn keiner Mensch mehr raucht, dann werden auch keine Zigaretten mehr produziert. So einfach ist das. Gut, fasse ich nochmal ein bisschen zusammen. Alle Menschen versuchen, glücklich zu werden oder glücklich zu sein. Jeder von uns. Und in der westlichen Gesellschaft ist Konsum eben ein Mittel dazu. Und die Wirtschaftswissenschaftler sehen das als Antriebskraft. Ja, wir machen das. Und das sorgt für wirtschaftliches Wachstum. Und unser Wirtschaftssystem selbst basiert auf Gier. Und die Gier muss immer wieder neu stimuliert werden. Ja, damit das Wachstum gewährleistet ist, damit der Motor immer weiterläuft. Wir brauchen neue Produkte, neue Ideen und das in immer schnellerer Folge. Ich weiß nicht, die Produktzyklen mittlerweile, die sind ja teilweise schon bei weniger als einem Jahr angekommen. Also ich finde es schon sehr erschreckend. Und wir müssen unsere ethischen Prinzipien bei unserem Konsumverhalten anwenden. Ja? Also ein Gewahrsein dafür entwickeln. Unser Verhalten kann immer ethischer werden. Immer ethischer werden, wenn wir das wollen. Ja, wie gesagt, auch das ist unsere Entscheidung. Entscheidet keiner für uns. Ja? Und unser Wirtschaftssystem hat den Vorteil, dass wir einen Einfluss haben. Nämlich durch unsere Kaufentscheidung. Das ist ganz wichtig. Und wenn wir uns bei der Frage, was wir kaufen, von unseren ethischen Prinzipien leiten lassen und das viele Menschen tun, wenn das viele Menschen machen, dann wird sich letztendlich unser Wirtschaftssystem auch verändern. Weil man das System an sich schwer von außen ändert, es nur von innen ändert, indem sich jeder Einzelne verändert. Und das eigene Verhalten beim Konsum ist natürlich ein Übungsfeld. Hört nicht auf. Also man muss sich selber beobachten, selber kennenlernen und zu gucken, was mache ich, warum mache ich es, wie mache ich es und welche Konsequenzen hat das, was ich tue. Glück und Zufriedenheit liegen in uns und nicht in den äußeren Dingen. Und wir müssen daran arbeiten, dass wir unsere innere Zufriedenheit aufbauen, denn die macht uns unabhängig. Dankeschön. Super.